Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüße ich sehr herzlich die fünften IB-Days jetzt, bei denen ich dabei bin. Mein Name ist Jeroen Schmidt. Ich werde Ihnen heute einen Vortrag präsentieren, den ich schon öfters gehalten habe. Ein Standardwerk innerhalb der Markttechnik. Und ich weiß, ja, das ist der eine oder andere, der schon länger mit dem Trading beschäftigt ist, vielleicht sagt, es wiederholt sich alles mit der Zeit. Und ich gebe Ihnen recht, ja, es wiederholt sich wirklich alles mit der Zeit, Gott sei Dank. Trading ist zwar extrem vielschichtig und man hat das Gefühl als Anfänger, dass es unendlich sei von der Wissensvermittlung, aber im Endeffekt geht es immer in eine gewisse Konzentration rein, die man durch Wiederholung vertiefen muss. Ja. Und deswegen für Sie, wenn Sie jetzt neu dabei sind, wenn Sie Interesse haben am Trendaufbau aus der Sicht der Markttechnik, denke ich, dass ich Ihnen ein paar Eindrücke vermitteln kann, die Ihnen vielleicht bei Ihrem Trading helfen. Ganz kurz zu mir, möchte mich Ihnen nochmal vorstellen, gerade wenn Sie ganz am Anfang stehen. Mein Name ist Jochen Schmidt und Sie sehen hier Folienpräsentation noch, später gehe ich dann rüber zum Flipchart. Ich bin hauptberuflich ein privater Wertpapier- und Devisenhändler. Das ist mein Hauptberuf. Ja. Viele Leute kennen mich jetzt über einen großen Forex-Broker, den ich auch noch gleich nennen werde, über eine Webinarserie. Und bin aber von meinem Kerngeschäft ein privater Trader. Mein Handelsansatz ist die Markttechnik, beziehungsweise ich handle rein über diesen Part, den man, denke ich, im englischsprachigen Raum viel besser tituliert, nämlich Price Action Trading. Also sprich, ich konzentriere mich auf das, was die Börse macht, auf die Preisstellung der Börse und versuche da im spekulativen Handel eben mehr Gewinne als Verluste nach Hause zu bringen. Und das ist mein Kerngeschäft. Ich bin gerne auf den kleineren Zeiteinheiten unterwegs, also 5 bis 10 Minuten Haltedauer. Allerdings hat sich mein Handelsstil in den letzten Jahren auch so verändert, dass ich immer öfters auch längerfristige Trades mache. Ich glaube, es ist eine normale Entwicklung bei jedem Daytrader. Mit der Zeit erkennt man, dass das Übernachtrisiko ja nicht mehr so fürchterlich schlimm empfunden wird und dass man eben doch am meisten Geld und am bequemsten Geld im langfristigen Handel verdient, vor allem wenn es um kleine Risiken geht. Also nochmal, mein Handelsansatz deckt verschiedene Facetten ab. Noch ganz kurz zu meinem Werdegang oder wie ich zum Trading kam. Von zu Hause aus bin ich eigentlich gelernter Immobilienkaufmann, war 17 Jahre lang in Stuttgart Immobilienmakler und habe 2006, war ich so unzufrieden mit meinem Job, ja, das kann es geben, als Selbstständiger, dass ich gesagt habe, ich muss was anderes machen und kam da zum Börsenhandel oder besser gesagt zum Trading. Und ich kam dazu, denke ich, wie die meisten Leute, in Deutschland zumindest, ich kam rein über die mediale Berichterstattung zum Börsenhandel, dachte, dass so die Börse funktioniere. Also so wie erst kürzlich gestern im Auto, habe ich Autoradio an und dann kamen Börsennachrichten. Und dann sagte die Sprecherin, ja, also der DAX ist gestiegen, weil jetzt der Sturm in Florida abgeschwächt sei. Also Irma, der Sturm hat an Kraft verloren, deswegen ist der DAX gestiegen. Das war so auch das Niveau, auf dem ich versuchte, damals Fuß zu fassen im Trading. Und Sie können sich vorstellen, wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass es dann so einfach dann doch nicht ist. Also sprich, ob jetzt der Trump-Effekt kommt oder Nordkorea oder ein Sturm, dass dann die Kurse sich entsprechend nach oben oder nach unten bewegen. Wenn es so wäre, bräuchten wir nicht die IB-Days machen über das Thema Trading. Es ist ein bisschen vielschichtiger. Jedenfalls 2006 kam ich dazu, habe 5 Jahre gebraucht. 5 Jahre, an denen ich jeden Tag mehr oder weniger getradet habe, geschrieben habe, mein Tagebuch gemacht habe, mich geärgert habe. Also Sie merken, da war viel Herzblut dabei und es hat sich gelohnt. Ja? Nach diesen 5 Jahren konnte ich als Vollzeittrader, als privater Vollzeittrader rübergehen. Und ich erzähle Ihnen die Geschichte jetzt nicht, weil ich so toll bin, sondern ich möchte Ihnen einen Gruß entbieten. Speziell dann, wenn Sie auch jemand sind, der eben den Berufswunsch hat, irgendwann vom Traden leben zu können. Ja, wir alle wissen, es gibt große Vorteile, was das private Trading angeht. Und nur der Weg dorthin ist ein sehr beschwerlicher. Und vielleicht für Sie von Interesse an der Stelle, ich habe nie eine Bankausbildung gemacht. Ich habe auch nicht bei einer Handelsabteilung in einer großen Bank gearbeitet. Kann ich überhaupt nicht damit, sage ich mal, aufweisen, irgendwelche Diplome oder Titel. Ja, und habe dennoch diesen Weg beschritten mit allen Nöten und Problemen, die man als privater Trader damals hatte. Heute, wenn man sich das Wissensangebot anguckt, was man als Trader, wenn man sich reinziehen kann, ist da schon eine gewisse Erleichterung dabei. Ja, ich habe 2011, als ich Vollzeittrader wurde, war mir langweilig tagsüber, bin dann her und habe auf Facebook ja, irgendwelche Trades von mir veröffentlicht und diese Trades erklärt. Und es war eigentlich ein Zufall, dass das so Beliebtheit erfuhr. Ich hatte innerhalb von 2 Tagen 300 Freundschaftsanfragen, weil ich einfach nur hergegangen bin und ein paar Trades erklärt habe. Also nicht nur geschrieben habe, schau mal, jetzt bin ich reich geworden, sondern ich habe erklärt, warum ich den Trade gemacht habe. So. Und darüber, über diese zufällige Geschichte, kam dann eine Zusammenarbeit zustande mit Admiral Markets,
ein großer Forex-Broker in der Zwischenzeit hier in Deutschland, CFDs und Forex, für den ich regelmäßig eine Webinarserie mache. Jeden Dienstag 15 bis 16 Uhr Live-Trading, Donnerstagmorgens Marktanalyse oder Marktvorbereitung und Donnerstagnachmittags nochmal ein Live-Trading-Webinar. Und nochmal seit 5 oder 6 Jahren mache ich das jetzt neben meinem Job als Trader. Und wir haben konstant, also sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen, womit ich bekannt wurde, womit mein Name publik wurde. Und weil ich in Facebook regelmäßig mit Fragen überhäuft wurde, erklär mal dies, Jochen, erklär mal das, Jochen, habe ich gesagt, okay, so geht es nicht. Ich kann nicht jedes Mal einen Roman, sage ich mal, jemandem schreiben, um ihm beim Trading weiterzuhelfen. Deswegen biete ich seit jetzt 2 Jahren zweimal im Jahr ein Seminar an. Sie sehen hier auch meine Kontaktdaten. Das nächste findet statt am 28. Oktober, geht bis 1. November, dauert 5 Tage. Intensives Arbeiten. Und eines ist ganz klar, die meisten, die mich kennen, wissen es. Ich verspreche Ihnen nicht, dass Sie danach als Profi-Trader nach Hause gehen. Aber ich kann Ihnen eines versprechen. Sie werden wissen, wo Sie traden müssen und wo Sie die Finger rauslassen müssen. Das ist so das Ziel bei diesem Seminar. Natürlich mit dem klugen Umgang mit Ihrem Geld. Ja, also, wenn Sie Interesse haben, wenn Ihnen der Vortrag, der jetzt kommt, gleich gefällt, schauen Sie mal rein, vielleicht ist es was für Sie. So, aber jetzt, wir haben eh schon Verspätung, gehe ich rüber zum eigentlichen Thema. Den Trend sehen und verstehen habe ich jetzt hier in einer anderen Version hingeschrieben. Der Titel heißt ja eigentlich, den Trend nicht nur sehen, sondern auch verstehen. Und hier sind Sie nochmal ganz kurz eingeblendet, die Vorträge, die ich heute noch mache. Aber wir gehen jetzt rüber zum Trend. So. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Trend ist in aller Munde. Die meisten von Ihnen wissen, was damit gemeint ist. Man braucht sich ja nur ein Buch kaufen, das ist Beispiel für technische Analyse oder dergleichen. Da finden Sie hundertprozentig die Erklärung des Trendes. Und die sieht ja immer auf die gleiche Art und Weise aus. Das ist ein Aufwärtstrend in der Regel. Wenn Sie ein gutes Buch erwischt haben, wird noch darauf hingewiesen, dass neben diesem primären Trend es noch einen sekundären gibt und nach diesem noch ein tertiärer Trend ebenfalls zu erkennen ist, wenn man so auf den Chart schaut. Ja, wenn Sie jetzt noch an der Markttechnik kurz rankratzen, sehen Sie noch, dass die Markttechniker wohl so eine Art Punktezählung haben. Das ist 1, 2, 3. So, und damit kann ich den Vortrag auch schon beenden. Jetzt wissen Sie ja, was ein Trend ist, oder? Viele Leute denken, dass es das wirklich sei. Und vor allem leiten Sie jetzt daraus ab, wie der Markt sich zu verhalten habe, wo man doch jetzt als privater Trader endlich einen Trend erkannt hat, ja, und alle davon reden, jetzt weiß ich ja, was der Markt in Zukunft machen wird. Und genau das ist grottenfalsch, so ist es auch nicht gedacht. Und da möchte ich jetzt mit dem Vortrag darauf eingehen, damit Sie vielleicht verstehen, dass der Trend zwar eine Ausformung der Preisbildung darstellt, Ihnen aber nicht die Zukunft verrät. Ja, das tut er leider nicht. Aber Sie als privater Trader sind gefordert in diesem Moment, wenn der Trend was für Sie ist, dass Sie eben zu kombinieren lernen. Ja? Und lassen Sie mich erklären, was ich meine. Wenn wir den Trend aus markttechnischer Sicht anschauen, ist eines ganz klar. Ich habe jetzt 45 Minuten noch. Die Zeit reicht nie und nimmer. Auf meinem Seminar kommt dieser Vortrag sehr ausführlich, hier ist er gekürzt, nach einem ganzen Tag Vorbereitung. Also Sie merken, es bedarf einer gewissen Vorbereitung im Vorfeld oder eines Wissens im Vorfeld zum Verständnis. Und selbstverständlich hört es ja mit dem Trend nicht auf, sondern dann geht es ja eigentlich erst los in der Markttechnik. Insbesondere die Trendgrößen, auch das Money Management, die Stopptechnik, all das leitet sich über den Trend ab. Also es ist der Kern oder der Anker in der Markttechnik, damit man dieses Verständnis aufbringt, sage ich mal, sich in den Markt ein bisschen hineinzudenken. Und nochmal, es geht nicht darum, die Zukunft herauszufinden, sondern anhand des Preisverlaufes sich Gedanken machen zu können, wo Käufer oder Verkäufer schwerpunktmäßig auftreten können. Das ist eigentlich diese Geschichte, wie man den Trend für sich nutzen kann. Und ich habe jetzt hier, ich mache es über das Flipchart, ein vereinfachtes Beispiel mitgebracht. Ja, kennen Sie auch aus dem großen Buch der Markttechnik von Michael Vogt, ist ähnlich aufgebaut. Wir möchten es machen wie in der Wissenschaft erstmal. Wir machen eine Modellbildung. Ja, also man macht die Sache einfach und später dann, wenn man in die echten Charts rübergeht, merkt man, dass es da schon Unterschiede gibt, die jetzt abweichen von dem Bild. Aber hier geht es ja ums Verständnis. Also gut, an der Stelle auch noch bemerkt, es ist jetzt im Moment völlig wurscht, ob Sie sich als Investor sehen oder ob Sie sich als Spekulant sehen. Auch da unterscheide ich, ja,
Da liegen Welten dazwischen, obwohl es jeden Tag im Internet 23.000 Mal falsch geschrieben wird und miteinander vermischt wird. Zum Beispiel, wenn Sie bei Trading an Warren Buffett denken, sind Sie schon so weit abseits im Acker, dass Sie es gleich bleiben lassen können. Also in der Regel ist bei mir die Spekulation der Hintergrund, ja, wenn ich mit dem Trend arbeite. Aber auch als Investor kann man sich da einen Vorteil herausarbeiten. Also gut, Sie sehen diese vier grünen Striche. Das soll nichts anderes bedeuten, als dass ich jetzt hier mit Zeitperioden, also immer ein Strich ist eine Zeitperiode, was weiß ich, ein Tageschart, dass wir ansteigende Kerzen sehen. Also wir erkennen in irgendeinem Wert, ich überlasse es Ihnen, was Sie wollen, ob es jetzt ein Future ist oder eine Aktie ist. Für die meisten Anfänger ist es vielleicht ja, dienlicher, dass man von einer Aktie redet. Also lassen wir es eine Aktie sein. Sie erkennen einen Anstieg. In der Regel sieht der private Trading-Anfänger oder wird erst dann aufmerksam auf einen Anstieg im Markt, wenn es die Medien berichten oder vielleicht der ein oder andere Geschäftskollege. Ne? Oh, hast du gesehen, Allianz ist durch die Decke oder Tesla oder all diese Titel, die ja oft in aller Munde sind. Oder wie zurzeit Bitcoin. Ja, das ist ein Markt, der explodiert ja förmlich. Und es ist hochinteressant zu sehen, wir gucken uns nachher einen Chart an über Bitcoin, weil das perfekt widerspiegelt, was ich Ihnen da mitgebracht habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der private Anfänger sieht oder hört, dass ein Anstieg erfolgte. Interessanterweise, in den Medien wird ihm auch ein Grund geliefert. Und der Grund ist immer logisch. Ja, also was weiß ich, Aktie ist gestiegen, weil tolle Produkte auf den Markt kommen oder weil Rekordgewinne gemacht wurden. Und man sagt sich, oh ja, klasse, ja wunderbar. Stimmt, Logo bei guten Zahlen muss gekauft werden. Und natürlich wird die Aktie weiter steigen. Ja, bei so guten Zahlen kann es ja anders gar nicht gehen. Und hier beginnt auch schon die erste Problematik, sage ich mal, eines Traders, der außerhalb der Markttechnik auf diese Art und Weise vorgeht. Er denkt sich zwar einen logischen Grund, Achtung, wie der Markt sich mal wieder zu verhalten hätte, er vergisst aber dabei, dass ihm keiner der Journalisten, die ihm diese Informationen hinterher geben, warum jetzt die Börse gefallen oder gestiegen ist, ihm sagen, wie weit und wie lang es denn steigen oder fallen wird. Das kann ihm keiner sagen. Und oft genug wird er deswegen auch überrascht. Also, wenn man so einen schönen Anstieg sieht, was macht unser Anfänger oder unsere Anfängerin? Na klar, man kauft. Man sagt, wow, stabiler Wert, gute Nachrichten, super gestiegen, muss so weitergehen. Oft genug passiert Folgendes. Der Kurs steigt vielleicht noch mal ganz kurz und plötzlich, zum Entsetzen unseres Frischlings, beginnt der Kurs zu fallen. Ich möchte an der Stelle auf etwas eingehen, was ebenfalls von allen Leuten, die über die Börse berichten, oft nicht genannt wird. Ein Prinzip an der Börse, ich nenne es das Prinzip der Gegensätzlichkeit, ist jetzt mein Erguss, ja, ich nenne es halt so, besteht ja darin, ähnlich wie auch außerhalb der Börse, wenn ich etwas kaufen möchte, dann kann ich das ja nur bekommen, indem jemand da ist, der es mir verkauft. Genauso umgekehrt, ich möchte was verkaufen, ich kriege es nur los, wenn ein Käufer da ist. Gehe ich also her und sage, heute ist die und die Aktie gestiegen, weil gute Zahlen, gute Nachrichten und so weiter und so fort, muss eigentlich vom fachlich versierten Börsenhändler sofort eine Frage kommen. Wer hat diese Aktie denen verkauft, die sie aufgrund der guten Nachricht gekauft haben? Mit anderen Worten, es ist ständig ein Spiel, in Anführungsstrichen, zwischen Angebot und Nachfrage an der Börse. Ja? Hat es mehr Nachfrage, steigt der Preis, hat es mehr Angebote oder mehr Angebot, fällt der Preis. Die meisten Leute hören das und nicken ab und sagen, ja klar, wie soll es denn sonst funktionieren? Vergessen aber dabei, dass bestimmte Marktkräfte darauf angewiesen sind, genügend Käufer oder Verkäufer zu bekommen, ganz davon abgesehen, wie die persönliche Zielsetzung des privaten Traders ist. Und deswegen nur ein Beispiel hier. Die Kurse sind gestiegen. Der Grund ist völlig wurscht, wenn man es mal so betrachtet, weil anscheinend mehr Nachfrage im Markt ist als Angebot. Ja? Dennoch haben ständig Leute in diesem Bereich wohl verkauft, sonst würde es ja keine Kursstellung geben an der Börse. Das zum Thema, was macht die Börse, wie kommt ein Kurs zustande? Also irgendwann ist der Punkt erreicht, wo komischerweise die Kurse nicht mehr weiter steigen, sondern abdrehen. Für viele, die an der Spitze weiter oben eingestiegen sind, nachdem ja erst ein Anstieg erfolgt war, ist das eine recht frustrierende Angelegenheit. Und interessanterweise, oftmals kann man es beobachten, dass diese
Verkäufe dann auch einhergehen mit schlechten Nachrichten. Oder hier oben nochmal an der Spitze waren oft auch gute Nachrichten. Achten Sie mal darauf. Ja. Man hört das ja öfters, versteht einer die Börse. Oder trotz bester Nachrichten ist der Preis halt überraschend gefallen. Das sind ja so Geschichten, wo man merkt, dass dieses Wenn-Dann-Prinzip, die Logik, die ständig genannt wird, nicht immer greift. Und da steckt ein bestimmter Grund dahinter. Stellen Sie sich vor, wenn Sie jetzt der Anfänger wären, Sie waren ja hier nicht dabei bei dem Anstieg. Das ist Ihnen ja mehr oder weniger entgangen. Aber ein paar Leute waren wohl dabei, als dieser Anstieg zustande kam. Vielleicht sind es sogar die, die diesen Anstieg verursacht haben. Nehmen wir institutionelle Trader, ja, oder Institutionen, Großbanken oder wie auch immer, die sich in einem Wert einkaufen. Welche Gründe dazu führen, würden die ganz bestimmt nicht in die Öffentlichkeit hinaus posaunen. Warum nicht? Ganz einfach, in dem Moment, wenn die sagen würden, wir haben vor, alles einzusaugen, was am Markt von diesem Wertpapier da ist, dann würden ja andere ebenfalls darauf aufspringen, weil die wüssten, oh, der Preis muss wohl steigen, weil genügend Nachfrage oder viel mehr Nachfrage in den Markt kommt, das Angebot da ist. Das heißt, es kann überhaupt nicht im Interesse eines institutionellen Traders sein, dass er in die Welt hinaus posaunt, was er heute zu tun gedenkt. Kein Kaufmann in der Menschheitsgeschichte war so blöde und hat seine Ambitionen und seine Pläne nach außen getragen, damit ein Journalist berichtet, warum die Börsenkurse heute gestiegen oder gefallen sind. Denken Sie mal ganz kurz drüber nach, ja, über dieses Prinzip. Also lange Rede, kurzer Sinn, die hier mit dabei waren, sitzen jetzt mehr oder weniger auf guten Gewinnen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn ich gute Gewinne habe. Ich kann sie mir komplett wieder wegnehmen lassen oder ich nehme vielleicht Teile davon. Ich sage, hey, die Hälfte haue ich mal raus, guter Gewinn gemacht. Wenn es weiter steigt, umso besser. Wenn es zurückkommt, hey, Verlust mache ich keinen mehr. Oder manche gehen komplett raus. Und somit kommt immer mehr Angebot in den Markt, je weiter ein Markt gestiegen ist. Zum einen, weil die gut profitiert haben, Gewinne sichern oder mitnehmen und zum anderen, weil ein versierter Kaufmann und ein Trader ist nichts anderes als ein Kaufmann. Nennen Sie ihn Spekulant oder wie auch immer, aber er ist ein Kaufmann. Er kauft doch nicht teuer ein, er kauft günstig ein. Und je weiter so ein Ding läuft, desto teurer wird es. Und so ist es überall, ob Sie den Automarkt nehmen oder was weiß ich für Märkte. Es gibt den Moment, wo du keinen mehr findest, der so blöde ist, zu so einem Riesenpreis sich noch einzukaufen und davon auszugehen, dass jetzt alles weiter steigen wird. Und somit kommt, Achtung, immer mehr Angebot in den Markt, obwohl die Kurse noch mal kurz steigen und plötzlich beginnt der Markt zu kippen. Großen Frust von unserem Anfänger. So, und was passiert jetzt in der Regel, wenn Sie ganz neu dabei sind? Da haben Sie ja noch die Disziplin oder den Respekt, ja, dass Sie eben sagen, hey, ich muss heraus. Also werden sie verkaufen. Unser Anfänger verkauft, steigt aus der Position oder sagt, um Gottes Willen, es könnte ja weiter nach unten gedroschen werden, ja, mache ich immer weitere Verluste, ich schütze mich mal, ich gehe lieber raus. So, kurz danach sieht es aus, als ob er recht behält, der Markt rutscht noch ein bisschen. Die Nachrichten werden übrigens immer schlechter, meistens zu diesem Zeitpunkt. Warum wohl? Wenn schlechte Nachrichten sind, gehen die Dummen her und verkaufen ja. Wenn ich kaufen will, kommen die mir genau zu Pass, weil als Institutioneller brauche ich viel, große Mengen an diesen Papieren. Deswegen ist mir recht, wenn viele verkaufen, wenn viele mir auf den Leim gehen. Schlechte Nachrichten und so, ne? So. Und zur Überraschung und zum Frust von unserem Anfänger beginnt der Markt wieder anzusteigen. Und zwar ganz anders, als dass er gefallen ist. Er steigt schnell. Und zwar in sehr kurzer Zeit. Viele Punkte in kurzer Zeit. Das ist die klassische, sage ich mal, das klassische Charakteristikum einer intakten Trendbewegung. Und als die Kurse spätestens hier rüber kamen, explodiert der Preis in der Regel nochmal richtig kräftig und die Bewegung setzt sich fort. So, jetzt versetzen wir uns wieder in die Lage von unserem Anfänger, der sagt, ich fasse es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lag richtig. Hey, und jetzt rennt das Ding schon wieder ohne mich. Ja, seine Geschäftskollegen lachen, sagen, Mensch, warum bist du da nicht drin? Ja, hast eben viel zu viel Angst gehabt, du Weichei. Ja, Verluste muss man aussitzen. Ja, das dreht ja immer wieder, ne, hört man ja allenthalben.
So, und was passiert? Natürlich, er muss wieder rein. Denn jetzt ist ja klar, das Ding steigt, ne? Also komm, diesmal wird es aber gut gehen. Und wieder steigt er ein. So, mit der Erklärung, die ich Ihnen jetzt schon gegeben habe, was könnten Sie sich vorstellen, was passiert? Nachdem der Kurs so weit mal wieder gestiegen ist. Genau das, was hier auch passiert ist. Je weiter das Teil geht, desto mehr kommt das Bestreben im Markt, Gewinne zu sichern, indem man sie teilverkauft oder ganz nimmt. Ja. Und irgendwann ist diese Nachfragewut des Marktes bis zu einem gewissen Grad befriedigt und die Kurse beginnen erneut zu drehen. Was passiert mit unserem Anfänger? Ich weiß, der eine oder andere, der es schon kennt, wird abwinken, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich genauso verhalten wie unser Anfänger hier. Ja, genauso habe ich es gemacht. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Ich habe gedacht, ja, so wie viele Trading-Anfänger sagen immer, ja, die Welt hat sich gegen mich verschworen. Ja, man hat das Gefühl, am anderen Ende sitzt einer, der nur darauf wartet, dass du kommst und einen Trade eröffnest und der Trade beginnt sofort gegen dich zu laufen. Die meisten Trading-Anfänger kennen das, speziell auch auf den kleineren Zeiteinheiten, ja, passiert dann das regelmäßig, wobei das Prinzip das gleiche ist wie hier. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja klar, und wieder ist der Frust groß bei unserem Anfänger. Und er geht raus. Natürlich muss er raus. Er kennt ja die Zukunft nicht. Kann ja auch sein, der Markt rutscht komplett runter. Da macht er noch mehr Verlust, als er jetzt schon hat. Also steigt er aus. Okay. Was können Sie sich denken? Je mehr verkaufen, wenn der Sog weiterhin im Markt von Bestand ist, und das weiß halt keiner im Voraus, man sieht es aber über den Preisverlauf, ob noch genügend Käufer da sind, die sich freuen über diese Verbilligung. Wollen wir es nicht vergessen, ne? Wenn ich was kaufen will, brauche ich Verkäufer. Möchte ich viel kaufen, brauche ich viele Verkäufer. Möchte ich dazu noch zu einem richtig guten Preis einkaufen, ja, dann ist es mir recht, dass das Ding sich halbiert. Oder sogar noch tiefer kommt und ich kaufe wieder ein. Bitte nicht vergessen, nicht alle Leute im Markt sind Spekulanten wie wir Trader. Die kaufen ja auch zum Beispiel mit einem ganz anderen Erwartungshorizont Aktien oder Wertpapiere ein, wo es auch mal gerne, sage ich mal, in die andere Richtung gehen darf, bis sich entsprechend die Entwicklung aufbaut, die institutionelle oft in diesen Fällen anstreben. Unser Anfänger ist raus. Tja, es rutscht noch ein bisschen. Und jetzt, Sie können sich schon denken, und würdig ist es so, und der Markt beginnt das gleiche Spiel wieder. Steigt nach oben durch, wie wenn es kein Morgen gäbe. Natürlich ganz toll ist es, wenn jetzt Trading-Anfänger dieses Prinzip so langsam beginnen zu verstehen und dann immer versuchen, ne, von den Hochs gegen den Trend zu gehen. Also dass man sagt, ah, von unten nach oben bin ich dabei und von oben nach unten bin ich dabei. Also wie so eine Art Magier der Märkte. Ja, jede Bewegung im Markt für mich zu nutzen. Und meistens ist es so, wenn man nicht begreift, wo man ist, da kommen wir gleich dazu, dass einem die nächste Trendbewegung dann richtig aus den Socken haut. Aber zurück zu unserem Anfänger. Ich denke, Sie können sich's denken, der sagt sich, also jetzt reicht's. Ich kaufe das Ding, weil, hey, alle anderen kaufen doch auch. Der Preis ist die ganze Zeit nur gestiegen. Am besten kommt noch einer, der eben dann einen Chart hinlegt und sagt, du guck mal, wenn du da damals eingestiegen wärst und jetzt raus wärst, du ein reicher Mann. Und unser Anfänger sagt sich, verdammt, ich war da drin und bin aber ausgestiegen. Was für eine Lusche bin ich denn? Er vergisst, aufgrund seines eigenen Schmerzes, eigentlich mal klar zu denken. Denn auch wieder, hier kauft er sich weit in die Bewegung, kauft er sich ein. Ja? Ohne es zu checken. Aber es gibt einen Unterschied zu den beiden vorangegangenen Trades. Was denken Sie, was der Unterschied ist? Leider habe ich kein Publikum. Diesmal geht er nicht raus. Wenn der Preis jetzt wieder gegen ihn gehen sollte, geht er nicht raus. Er kennt das Spiel. Ja? Erst steigt es an, dann kommt es runter und dann geht es aber wieder weiter. Also Ausstieg ist nicht mehr. Die Wiederholung dessen setzt auch ein. Und diesmal kommt so ein Abverkauf in den Markt. Börsen, die Nachrichten berichten, was weiß ich, Crash in der Aktie, aus den und den Gründen natürlich wieder. Meistens sind es Magen-Darm-Probleme des Vorstands, warum sich so viele
Anleger von dem Papier getrennt haben. Sie wissen, mag sein, dass ein paar Hansel sich wegen so einer Berichterstattung würdig trennen von so einer Aktie. Aber in der Regel ist es so, dass viel Angebot, und zwar diesmal so viel Angebot in den Markt kommt. Warum wohl? Man hat schon mehrere Preisbewegungen mitgemacht. Hier oben sitzt man auf Monstergewinne. Und die nimmt man bis zum gewissen Grad. Und plötzlich haut so viel Angebot in den Markt rein, dass die Nachfrage gar nicht mehr ausreicht, um das halbwegs, so wie hier, in einer gewissen verhaltenen Geschichte nach unten immer wieder abzufedern. Diesmal rutscht der Markt richtig nach unten durch. Unser Anfänger sagt sich, ja, Spiel kenne ich. Das steigt auch wieder, glaub's mir. So. Und Tatsache, schau mal einer an, der Markt beginnt wieder zu steigen. Na, klappt doch. Ja, mach noch ein bisschen weiter. So, und zur Überraschung unseres Anfängers haut es den Markt noch weiter runter. Ups. Wie jetzt? Vorher ist es immer noch weitergegangen und jetzt plötzlich ist der Markt nach unten durchgerutscht. Er sitzt jetzt richtig kräftig auf Buchverlusten. Davor hat er noch diese Verluste gemacht. Also der Frust kann nicht größer sein. Und da hörst du dann auch oft, ne, der Markt ist manipuliert. Oder Trading ist nichts für mich. Oder die ganzen Börsenhainis, bla bla bla. Dabei möchte ich Sie auf folgenden Umstand einfach hinweisen. So kann man ja denken, wenn man verärgert ist und frustriert ist. Schon okay. Aber was ich hier Ihnen gerade so schön aufmale, was wir jetzt auch gleich in die Definition rüberführen, zeigt doch, wenn es ums Verhalten unseres Börsenneulings geht, nur eines. Nicht seine Befähigung, die Zukunft zu prognostizieren oder seine Befähigung, irgendeinen Trend zu erkennen, ist sein Fehler, sondern sein Fehler liegt darin, dass er zu spät. Er kommt einfach zu spät. Ja? Er steigt zu Preisen ein, die oft genug, sage ich mal, nachhaltig weitere Anstiege, höchstens im Ausnahmefall, mit sich bringen. Es ist also das viel zu späte Aufspringen auf bereits gelaufene Bewegungen. Ja. Und deswegen ein nettes Beispiel, können wir uns nachher noch kurz anschauen. Goldmarkt vor einigen Jahren, ging ich Zigaretten kaufen. Ich weiß nicht, wann das war, 2007 oder 2008 oder ich habe keine Ahnung mehr. Gehe Zigaretten kaufen, da gibt es ja immer diese Zeitungsständer da vor so einem Kiosk. Und da war eine große deutsche Zeitung mit 4 Buchstaben. Und da stand als Titelzeile, jetzt Gold kaufen. Und ich habe mir gesagt, ich hatte schon ein bisschen Ahnung von meinem Geschäft, ich habe gesagt, oh, jetzt kommt jeder in den Markt, der keine Ahnung hat und es freut die, die abladen wollen. Wir gucken uns nachher den Goldchart an, Sie sehen die Ausdehnung und dann kommt das Ding runter. Und das ist das Prinzip, was als bösartig oft tituliert wird. Und ich sage, nein, es ist ein ganz einfaches Prinzip im Wirtschaften. Ja? Wer teuer einkauft, vernachlässigt sträflich das, was er eigentlich erreichen möchte, nämlich einen guten Gewinn zu erzielen. Und an der Börse ist das nicht anders. Okay, aber was hier? Ne? Also, kräftig dagegen. Die Verluste sind so, dass man echt schon sagt, um Gottes Willen. Und gerade der Private, der Anfänger, sagt sich, naja, ist mir wurscht, ich kaufe danach, ich verbillige. Ne? Der Einstandspreis oder günstiger, weil wenn die doch irgendwann mal wieder steigen sollte, hey, dann mache ich ja mein Geld. Gar kein Problem. Also plötzlich ist man vom Spekulant zu so einem halbseitigen Investordenker geworden, der aber auch keinen Plan hat. Und das passiert da draußen tausendfach, dass Leute genauso argumentieren. Sie nehmen Geld, schmeißen es in ein Fass ohne Boden und sagen, oh, der Kurs wird schon wieder kommen. Wenn Sie genügend Geld haben, können Sie es gern so machen. Ich würde mein Geld in dem Moment doch lieber in Dinge stecken, die vielleicht noch eine bessere Chance bieten, bei dem kleineren Risiko. Aber wie auch immer. Unser Anfänger kauft und Tatsache, schau mal, es steigt ja doch nochmal an. Na? Und Sie können sich schon denken, was passiert. Klar ist er jetzt ein Beispiel. Und das Ding kommt nochmal runter. Und spätestens da unten dann, wenn man mit gehebelten Wertpapieren im Markt unterwegs ist, sei es im Forex-Markt oder im Futures-Markt, und das Konto eben nicht mehr reicht, dann zerreißt es dich. Weil du einfach nicht wahrhaben willst, dass ein Markt das macht, was der Markt macht und nicht das, was du dir denkst. Die Herausforderung liegt aber, so einzusteigen, dass ich eine gute Chance habe und mein Risiko so zu kontrollieren, dass es mir nie was anhaben kann, wenn ich im Trading unterwegs bin. Klingt so banal, ist aber die hohe Kunst in diesem Geschäft. So, wenn wir uns diesen Preisverlauf anschauen, oh, ich mache mal hier unten, mache ich nochmal den Zwangsausstieg und könnte so ein Totenköpfchen malen, ja.
halt hier, so. Wenn wir uns die Sache anschauen, ist dieser Preisverlauf mit der Geschichte dazu, auch wenn es nur fiktiv ist und auch wenn es nur vereinfacht dargestellt ist, an diesem Verlauf fällt etwas auf. Und zwar fällt auf, dass der Markt wohl immer wieder Bereiche ausbildet, wo die Kurse nicht mehr weiter steigen oder auch nicht mehr weiter fallen. Man spricht von sogenannten Hochs oder Tiefs. Kennt der eine oder andere auch Widerstände, Stützungen und solche Geschichten sind oft damit verbunden. Beispielsweise ist es hochinteressant, wie solche Teile zustande kommen. Sie können sich schon ein bisschen denken, Angebot, Nachfrage und so weiter und so fort. Aber das sind wichtige Ereignisse im Markt, wenn Hochs oder Tiefs ausgebildet werden. In der Anstiegsphase, hier drüben, ne, auf der linken Seite aus Ihrer Sicht, hatten wir in kurzer Zeit viele Punkte, die schnell zurückgelegt wurden. Und wenn es zu Abstiegen kam, war der Handel langwierig und es wurden viel weniger Punkte nach unten abgetragen, als vorher angestiegen sind. Gleichzeitig wurden Hochs und Tiefs ausgebildet. Und wenn man jetzt dieses Charakteristikum beobachtet, das sehen Sie oft im Markt, ja, dass diese Phasen, wo der Markt explodiert, abgelöst werden durch Phasen, wo echt gar nichts geht oder wo es sehr, sehr zäh wird. Aber es fällt auf, dass wir hier höhere Tiefs haben. Und es fällt auf, dass wir höhere Hochs haben. Und das ist mehr oder weniger die ganze Zauberei bei der Markttechnik, dass man sagt, aha, in dem Moment, wenn ich eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs habe, dann bedeutet ja das nichts anderes, dass der Verkaufsdruck nie ausreichte, um nochmal unter ein Level zu rutschen, Achtung, wo der Markt ja schon mal war. Ja, denken Sie mal drüber nach, es gibt ja viele Leute, die mehrfach in einen Markt ein- und aussteigen und da auch ihre Spuren hinterlassen. Daher kommen ja die Stützungen und Widerstände. In meinem Seminar gehen wir da in die Tiefe rein, nochmal, wie das passieren kann. Aber diese Abfolge von höheren Tiefs und höheren Hochs ist genau das, was ins Auge sticht. Achtung, wir haben nochmal ein höheres Hoch hier oben. Bis dahin ist alles okay. Es wird nochmal ein Tief ausgebildet, das ebenfalls höher liegt. Und auf einen Schlag kippt der Markt nach Süden ab und macht an dieser Stelle das Tief zunichte. Er unterschreitet dieses Tief. Ja. Seine Abfolge sieht anders aus. Was abverkauft wird, geht schnell. Ganz anders, als es in der Anstiegsphase der Fall war. Hier kommen die Kurse schnell, glatt und sauber runter. Viele Punkte in kurzer Zeit, während die Anstiegsphasen verhalten zäh und unsauber aussehen, gerade wenn man mit Kerzen arbeitet. Und hier fällt zum ersten Mal auf, dass wir tiefere Tiefs haben. Und auch tiefere Hochs und auch tiefere Tiefs. So, der eine oder andere wird sich schon denken können. Wenn ich also eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs, auf meinem Seminar sage ich, wiederholt es, ich möchte es hören. Ja, höhere Hochs, höhere Tiefs. Aufwärtstrend. So wird der Aufwärtstrend definiert. Und Sie erkennen jetzt ein bisschen in der Vereinfachung, die ich hier bringe, warum das so wichtig ist, dass die Tief- und Hochbereiche unverletzt bleiben. Das ist ein gutes Zeichen, ja, in einer Aufwärtsphase. Wir haben also einen Aufwärtstrend hier drüben. Moment, ich muss den anders malen. Ich nehme jetzt, was für eine Stiftfarbe nehme ich? Den haben wir noch irgendwo, vielleicht einen schwarzen Filzstift oder so rumliegen. Gar nichts da. Habt ihr alles weggeräumt? Macht nichts. Also, dann mache ich so, ich mache es blau, okay? Wenn wir jetzt die Hochs und Tiefs einfach miteinander verbinden, kommen wir doch genau in diesen Bereich, ne? Also, zeige ich mal so. Hier haben wir es. Die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Das ist ein Aufwärtstrend, rein von seiner Definition. Und natürlich ist die Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs ein Abwärtstrend. So wird die Sache definiert. Ja? Das Problem, wenn man das jetzt begriffen hat, hier lässt sich das leicht zeichnen.
Sobald man aber einen Chart anschaut, wird es plötzlich etwas knifflig. Warum? Wenn ich sage, ich habe einen Aufwärtstrend, ich habe einen Abwärtstrend, habe ich ja den Eindruck als Anfänger, ich entdecke sehr, sehr viele Aufwärts- und Abwärtstrends, und zwar jeweils mit den Zeiteinheiten, mit denen ich arbeite. Also wenn Sie jetzt jemand sind, der auch einen 5-Minuten-Chart handelt oder auf einen 10er, wie ich auch, werden Sie erkennen, huch, ich habe ständig Abwärtstrends, Aufwärtstrends, die sich wohl gegenseitig ablösen. Ja, welchen nehme ich denn jetzt? Das ist das große Problem, wo man dann etwas tiefer reingehen muss. Klar, Moment, ich muss mal gucken, wie spät wir es haben. Ja, wir haben noch eine Viertelstunde, sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall mal die Definition. Was ist ein Aufwärtstrend? Was ist ein Abwärtstrend? Ich wiederhole, Aufwärtstrend, nochmal. Höhere Hochs, höhere Tiefs. Abwärtstrend, tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Okay, soweit? Gut. Und jetzt gibt es einen Punkt oder eine Phase, die vielen Trading-Anfängern große Probleme bereitet. Ich zeichne es mal auf. Also wir haben unseren Trend und die Kurse rutschen aber unter das letzte Tief. In diesem Moment ist die Definition, Achtung, deswegen reite ich so drauf rum, deswegen wiederhole ich es die ganze Zeit, die Definition höhere Hochs, höhere Tiefs stimmt in diesem Moment nicht mehr. Warum? Speziell das Tief hier unten. Also in dem Moment, wenn dieser Kurs auch nur einen Millimeter unter das Ding fällt, wird, auch wenn ein Anstieg erfolgen sollte, ich mache ihn mal so, hier ein tieferes Tief im Markt zurückbleiben. Die Aufwärtstrenddefinition ist aber höheres Hoch, höheres Tief und hier haben wir ein tieferes Tief. Also in diesem Moment ist der Aufwärtstrend nicht mehr intakt. Achtung, das heißt nicht, dass der Markt jetzt weiter fallen muss. Also ein Trendbruch ist nicht der Übergang automatisch in den Abwärtstrend. Das ist ein Trugschluss. Denn viele Trader erkennen ja, dass sie zwar sagen, die Trenddefinition ist nicht mehr intakt, also gehe ich gleich mal short, und plötzlich macht der Markt Folgendes, nachdem er genauso verläuft, beginnt er aber wieder nach oben zu drehen. Das heißt, der Trendbruch ist eine fiese Sache, die viele Trader, sage ich mal, meistens zu Fehlentscheidungen führt. Weil man hergeht und sagt, ich bin eigentlich, wenn man es genau nimmt, trendlos. Also wenn ich jetzt Trendfolger bin, übrigens auch wenn ich gegen den Trend handeln sollte, es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte die Trendbewegung für mich haben, warum? Viele Punkte, kurze Zeit, schnell verdientes Geld, klar, handelst die Trendbewegung, wenn du nicht den ganzen Tag davor sitzen willst oder nimmst größere Trends, weil du genau diesen Effekt haben willst. Ja? Schnelle Bewegungen, viele Punkte in kurzer Zeit, da bin ich doch da. Wenn die anderen Geschichten laufen, das ist mir wurscht, ja? Dürfen sich andere totschlagen. So, aber der Witz ist, auch wenn ich sogenannte Korrekturen handeln möchte, ich erkläre es gleich nochmal, muss ich den Trend kennen. Sehe ich, dass der Trend nicht mehr intakt ist, was will ich dann handeln? Mal ganz offen. Du bist im Niemandsland hier drin. Ja, lange Zeit weiß man nicht, wird eventuell ein Abwärtstrend draus oder zieht der Trend trotz Bruch nochmal in die ursprüngliche, vielleicht höher liegende Trendlage hinein. Und hier werden die meisten Verluste gemacht. Da wette ich mit euch oder mit Ihnen, gerade auf den kleineren Zeiteinheiten, du erkennst nicht als Trader, dass du übergeordnet einen Trendbruch hast, wunderst dich aber, dass du den ganzen Tag langsame Gewinne hast, aber schnelle Verluste. Wunderst dich, dass die Bewegungen, die du vielleicht auf den kleinen Trends zu lesen gelernt hast, nicht richtig zünden. Wunderst dich, ja, dass Tiefs und Hochs durchschlagen werden, der Kurs aber nicht hält, sondern immer wieder zurückbolzt und dich rausschmeißt. Es sind genau oder fast immer sogenannte Trendbruchphasen, also trendlose Phasen. Und übrigens an der Stelle, noch kurz zurückblättern. Ich habe mir das vorhin schon gedacht, dass ich was vergessen habe. Die Anstiegsphasen, also nochmal hier, ne? Schnell, glatt, sauber. Die Abstiegsphasen, langsam, zäh, unsauber. Also gerade mit Kerzen kann man das gut sehen, die Lunden und Dochte. Ne? Wenn der Markt dreckig wird, sagt man auch dazu. Bezeichnen wir in der Markttechnik ganz klar, das hier ist die Bewegungsphase, schnell, glatt, sauber. Und das, was runterkommt und den Trend nicht bricht oder ihn nicht ablöst, ist die Korrektur. Der Markt, jeder Markt verläuft in Bewegungs- oder Korrekturzyklen.
Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die mich unheimlich weitergebracht hat in meinem Trading, als ich gesagt habe, hey, ich kann eigentlich auf das ganze Interpretieren verzichten. Ich muss mir nicht am Morgen meines Handelstages 23 Nachrichtenkanäle und 6 Ticker einrichten. Aber wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann wirtschaftswissenschaftliche Zukunftsprognosen machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn das Internet voll ist mit dem Zeug jeden Tag, ja, wird Gold weiter steigen? Was macht der DAX jetzt zur Bundestagswahl? Soll er doch machen, was er will. Ich erkenne doch die Strömung im Markt. Ich erkenne doch den Preisverlauf. Und wenn ich noch dazu erkennen kann, ob ich in einer Bewegungsphase bin oder in einer Korrektur, dann können mir doch die Beweggründe, die dazu geführt haben, ehrlich gesagt, da hinten vorbeigehen. Das interessiert mich nicht. Lieber investiere ich meine Zeit in andere Dinge, als dass ich versuche, irgendwelche Erklärungen zu machen, Achtung, die kein Kaufmann in die Welt hinaus posaunen würde, wie wir es vorhin angesprochen haben. Also konzentriere ich mich rein auf den Preisverlauf. Price Action Trading, ja, oder Markttechnik, und bin mehr oder weniger frei, weil ich erkenne, durch diese Ausbildung der Preise, ja, kommen bestimmte Ausformungen zustande, die feste Orientierungspunkte für mich im Markt hinterlassen. Das sind die Hochs und die Tiefs. Nicht meine eigene Meinung und ob der Herr Trump jetzt den Trump-Effekt weitermacht, sondern ich erkenne Hoch oder Tief im Markt und ich erkenne Charakteristikum, Trendbewegung oder Korrektur. Und jetzt habe ich plötzlich eine Orientierung. Sie erkennen, ich bin ja sehr begeistert davon, obwohl ich eine Vortrag schon bis zum Erbrechen gehalten habe, aber es ist das Kernstück, wenn es um den markttechnischen Handel geht. So, jetzt wollen wir uns ein paar Beispiele anschauen. Ja, Moment. Erstmal gucken, dass ich hier das Handelsprogramm starte. Ah, sehr schön. Moment. Und zwar gucken wir uns mal einen wirklich klassischen Trendmarkt an. Das ist Bitcoin. Sie sehen hier einen Bitcoin-Chart auf der Woche. Nochmal, ich bin jetzt nicht der Fan von Bitcoin, also es ist jetzt keine Empfehlung oder irgendwie sowas an Sie, sondern einfach nur bemerkenswert, wie der Markt oder wie der Preis sich bildet. Und ich weiß nicht, tut das jetzt hier? Sieht man das? Ne, sieht man nicht, macht nichts. Also, stellen Sie sich vor, wir sehen das Teil nicht, oder wartet mal, ich mache es anders. Ja, genau, machen wir es doch mal so. Also, die meisten Leute gucken ja nicht mal auf den Chart, die jetzt gerade mit Bitcoin rummachen. Ja, die hören halt Stories wie, ja, vor 5 Jahren hat dieser Student 100 Bitcoins gekauft, jetzt hat er 3,6 Millionen oder 1000 Bitcoins gekauft, jetzt ist er Millionär. Na? Und alle sagen, boah, ich will auch Bitcoins kaufen. Der Witz ist aber, bei dieser Betrachtung oder wenn Sie auf solche Dinge anspringen, ja, A, leiden Sie Phantomschmerzen, es ist eh nicht Ihr Geld, es hat ein anderer verdient, und B, Sie sind jetzt gefragt, das zu wiederholen, was der gemacht hat. Und ob der es wiederholen könnte, ist ja die andere Frage. Das heißt, wenn Sie professioneller Trader sind, dürfen Sie sich nicht durch Berichte über glückliche Momente anderer Trader ablenken lassen, sondern es geht um die Wiederholbarkeit. Und die Preisbildung am Markt und die Ausbildung des Kurses bietet Ihnen als Trader, nochmal, abseits von Zocken oder von Interpretieren. Ja, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, ich weiß jetzt, wohin die Börse geht. Blödsinn, gar nichts weißt du. Guck den Preis an und schau, ob es für dich Sinn macht. Also, ne? Riesenanstieg, ganz klassisch, Riesenanstieg. Ups. Da oben steigen die ein, die zu spät gekommen sind. Mach mal leise. Da oben steigen die ein, die gesagt haben, oh Mann, das hätte ich aber auch gern gehabt. Jetzt aber nichts mehr rein, der steigt weiter. Und jetzt kommt das Interessante. Na, will er jetzt oder will er nicht? Hier, kleinen Moment. Ja, schaut mal. Genau wie wir es besprochen haben. Weit gelaufener Markt. Leute nehmen ihre Gewinne. Entweder ganz oder zum Teil. Ja, es kommt immer mehr Angebot in den Markt rein, das teilweise so hoch ist, dass die Käufer es nicht mehr aufsaugen können. Wer gerne mit Kerzen arbeitet, auf meinem Seminar übrigens auch, eins meiner Lieblingsthemen mit den Kerzen, da kann man auch unheimlich viel mal in Klarheit bringen. Aber ihr seht schon hier, ne, das war eigentlich der erste Schuss nach oben, der komplett nach unten zusammengeschlagen wurde hier. Hochinteressant. Aber der Trend bleibt intakt. Schaut euch das an. So, hier, ne, kommt die Korrektur rein, schaut euch an, wie unsauber. Es geht hin und her und hin und her. Ne? Und die Trendbewegung haut es nach oben, wie wenn es keinen Morgen gäbe.
Also eine perfekte Ausbildung eines Trendes und auch die perfekte Ausbildung, sage ich mal, wenn es sich ins Hineindenken der anderen geht. Und jetzt ganz wichtig, ich hasse es, Charts zu zeigen, hinterher und zu sagen, schau mal, wenn du da rein wirst und da raus, wärst du jetzt reich. Auf dem Niveau möchte ich nicht rummachen. Es geht ja nur darum, Ihnen ein Beispiel zu geben über den Aufbau des Trendes, okay? Ja, also mir ist das echt wichtig, aber wenn Sie es 16 Mal am Tag im Internet sehen, dass irgendwelche Yogis Ihnen sagen, ja, schau mal, hier rein, da raus, das ist kein Trading, das ist Gelaber. Ja? Der Einstieg kommt durch die Kombination dessen und das muss man noch hinabtragen in die kleineren Zeiteinheiten und ins Gesamtverständnis. Ja? Aber nochmal, das soll nur als Beispiel dienen, dessen, was wir besprochen haben. Und die Geschichte geht weiter. Die Trendbewegung kennt hier kein Halten. Schaut euch diesen Markt an. Ja? So. Na, oben steigen wieder die ein, ja, die genau jetzt die Korrektur abbekommen. Das heißt, hier, wo der Frust am größten ist, wo alle sagen, oh, ich bin eingestiegen, ich bin schon wieder im Verlust, jetzt kommt doch der Profi-Trader und sagt, ja wunderbar, lass die Korrektur doch runterkommen. Je günstiger das Teil wird, desto besser für mich. Das heißt, ich brauche hier gar nichts machen, sondern einfach in Ruhe abwarten. Ob der Kurs vielleicht noch ein bisschen tiefer kommt, wenn er hier die Zwischentiefs vielleicht rasiert, rutscht er nochmal etwas runter. Hoffentlich kommen dann schlechte Nachrichten über Bitcoin, dann verkaufen noch mehr. Und wenn die ersten Trends beginnen, sich abzubilden, dass die neue Bewegung in den Markt kommt, jetzt machst du richtig Geld. Und das eigentlich mehr oder weniger nur durch die Kombi. Ja? Und du wirst auch wissen, wo du aussteigst. Nämlich spätestens dann, wenn das letzte Tief hier unten durchbrochen wird oder ein Trendwechsel erfolgt, wie wir es hier haben. Also höhere Hochs, höhere Tiefs werden abgelöst durch tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, war ein kleiner Ausschnitt zum Thema Trend nicht nur sehen, sondern auch verstehen. Man kann das noch tiefer angehen, das mache ich auch in meinem Seminar in Lohr am Main. Jetzt nicht, damit alle dann bestraft werden, die jetzt, sage ich mal, mir kein Geld bezahlen, sondern es muss tiefer sein. Vor allem, wenn man auf die Trendgrößen dann rüber leitet. Und ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Vielleicht hat der eine oder andere sich entdeckt, ja, dass er gewisse Fehler macht. Und prüfen Sie mal die Trades, wo Sie arg frustriert waren oder frustriert waren, ob Sie sich vielleicht nicht so verhalten haben, wie gerade besprochen. Ich werde in einer halben Stunde, glaube ich, den nächsten Vortrag machen. Mache jetzt eine kleine Pause. Ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie schon gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie vorbei auf der Campello-Website für das Seminar oder bei Admiral Markets zu den Live-Trading-Webinaren, wo ich genau nach diesem Prinzip handle. Warten Sie, ich rufe Ihnen noch ganz kurz meine Kontaktdaten auf. Sie können mich auch gerne anschreiben über meine E-Mail-Adresse oder über Facebook. Ja, sofern Sie jetzt nicht wollen, dass ich Ihnen eine Handelslogik erarbeite und Ihnen ein 300-Seiten-PDF schicke, wie man jetzt zu traden hat, können Sie mich gerne kontaktieren und ich blende es hier nochmal ein. Die nächsten 2 Minuten, also wer will, kann gerne Kontakt zu mir aufnehmen oder eben fürs Seminar unter den genannten Linkadressen. Ich danke Ihnen sehr, freue mich auf den nächsten Vortrag um 14 Uhr ist es meines Wissens. Genau, machen Sie es gut bis dahin. Ja, Jochen Schmidt, ciao, danke.